Nach der großen Community-Kritik am neuen Gameplay-Pack war es für mich umso spannender, dass das Pack am 23. Februar final veröffentlicht wurde. In diesem Video möchte ich die neuen Inhalte des Meine Hochzeitsgeschichten-Gameplay-Packs anspielen und vor allem die Frage klären, ob die neuen Hochzeiten jetzt doch noch richtig funktionieren. Das Pack mit den wohl meisten Startschwierigkeiten, das Die Sims 4 Meine Hochzeitsgeschichten Gameplay Pack wurde veröffentlicht und ich dachte mir, in diesem Video schaue ich mir natürlich mal so ein bisschen die neuen Inhalte gemeinsam mit euch an. Wir gehen in den Baumodus, erstelle einen Sim-Modus und natürlich in den Live-Modus. Ich laber gar nicht viel rum, wir starten direkt mal im Erstelle einen Sim-Modus. Hier gibt es leider weder neue Bestreben noch Merkmale, finde ich fast ein bisschen schade, aber so ist es nun mal in diesem Pack. Ja, ehrlich gesagt, mir wäre jetzt auch spontan jetzt nicht unbedingt eingefallen, was man so noch für neue romantische zum Beispiel Merkmale mit reinbringen kann. Also da haben die Entwickler, ist den Entwicklern wohl auch nichts Spannendes mehr eingefallen, aber wir gucken mal so ein bisschen rum. Die neuen Erstelle einen Sim-Modus-Objekte waren ja eigentlich ganz cool. Wir haben 4 neue Oberteile für Männer bekommen. Verschiedene Farben und Muster stehen zur Auswahl. Hier auch ein bisschen was mit diesen Pride-Elementen. Ja, also natürlich habe ich mir schon fast gedacht, neue Anzugssachen gibt es hier. Das war jetzt, glaube ich, relativ vorhersehbar. Das ist ja so ein bisschen dieses indische Oberteil. Gefällt mir ja auch ganz gut mit diesem Drachen. Das sieht ja echt krass aus. Ich verstehe jetzt nicht so ganz, warum es hier so leicht glänzt. Also es sieht dann eher so ein bisschen gummimäßig aus. Das hier gefällt mir persönlich ganz gut. Irgendwie so ganz leger hier mit dieser Krawatte, die hier so runterhängt, hatten wir so, glaube ich, auch noch nicht so wirklich. Ich muss sagen, eine Fliege wäre jetzt doch noch irgendwie ganz cool gewesen. Oberteil mit Fliege. Ich finde, die beiden, ja, sehen jetzt irgendwie nicht so unbedingt mega spektakulär aus. Also relativ standardmäßig so. Oh, von den Gesamtoutfits gibt es hier sogar relativ viele. Das sieht jetzt nicht unbedingt so mega hochzeitsmäßig aus. Das ist wahrscheinlich einfach nur für die Sims, die in der neuen Welt ihre Blumen anbieten. Da passt es natürlich ganz gut. Oh, ey. Vor allem dieses Outfit sieht nochmal besonders krass aus, weil er hier so einen interessanten Körperbau hat. So, jetzt ist es ein bisschen normaler. Wir haben dieses neue Gesamtoutfit bekommen. Finde ich persönlich eigentlich ganz witzig. Gibt es hier auch in unterschiedlichen Farben eher so braun, grau, schwarztöne. Aber auch ein bisschen was bunteres. Also wenn man ein bisschen eine buntere Party feiern will, ist das auf jeden Fall auch dabei. Also ehrlich gesagt, ich finde, das sieht jetzt eher aus wie ein kleiner Pyjama hier einfach. Also in Pyjama können die Sims jetzt scheinbar auch feiern. Jetzt machen wir doch hier mal ein kleines Experiment. Nein, okay, dieser Pyjama ist tatsächlich nicht, es ist offiziell kein Pyjama, nicht in der Schlafkategorie einzuordnen. Ich weiß nicht, was sie sich da gedacht haben. Also vor allem mit diesem tiefen Ausschnitt sieht für mich wirklich ein bisschen aus wie ein Pyjama. Dann haben wir hier wieder was für die Mitarbeiter aus der neuen Welt. Wir haben dieses Gesamtoutfit. Sieht sehr dick aus, weil die Klamotten relativ warm aussehen. Das hier haben wir bekommen. Boah. Also dieser Drache hier hat es mir auf jeden Fall so ein bisschen angetan. Also schön, dass sie hier auf jeden Fall verschiedene Kulturen noch mit reingebracht haben. Das sieht auch relativ indisch aus. Das hier haben wir bekommen. Ah ja. Gibt es jetzt hier auch in unterschiedlichen Farben. Und hier wieder ein bisschen was Pastelligeres. Finde ich eigentlich ganz cool hier mit den Hosenträgern. Da haben wir die Fliege, die ich gesucht habe. Sehr gut. Ja doch, finde ich eigentlich auch ganz lustig. Und das hier ist mir auch schon aufgefallen. Finde ich ehrlich gesagt total bescheuert, dass sie hier dreimal dasselbe Objekt genommen haben. Aber hier sind dann halt verschiedene Kopfbedeckungen dran. Was soll das? Also dafür, genau dafür haben wir doch die Kopfbedeckungskategorie. Warum klebt das an dem Outfit? Das ist, glaube ich, echt, da haben die Entwickler sich gedacht, ach, können wir hier nochmal ein bisschen strecken, dass die Kategorie einfach ein bisschen länger aussieht. Im Grund verstehe ich wirklich nicht. Also, was da der Hintergrund ist, das können die Entwickler mir auch gerne nochmal erklären. Auch alle in den gleichen Farben. So wie es aussieht, haben wir auch 2 neue Hosen bekommen. Da gucken wir doch jetzt auch nochmal schnell weiter. Nee, eine neue Hose, das war falsch. Wow. Ich glaube, das ist wirklich die standardmäßigste Hose, die es in diesem Spiel jemals gab. Naja, die Farben sind ganz cool, aber ja, hat jetzt meiner Meinung nach nicht unbedingt gebraucht, aber die Entwickler haben sich dazu entschlossen, diese Hose mit reinzupacken. Wir haben einen neuen Hochzeitsring quasi.
Ist auch nicht wirklich viel. Wow. Ja, es ist halt ein Ring so. Oh, okay. Hier ist, der hat dann hier noch ein paar Verläufe so an der Seite. Ist jetzt nicht unbedingt einfarbig, finde ich eigentlich ganz cool. Aber jetzt natürlich auch nichts mega Spannendes. Bei den Schuhen haben wir diese hier bekommen. Ah, die sind natürlich auch nur für die Hochzeit geeignet. Persönlich finde ich die jetzt eher nicht so schön. Also ich muss sagen, von der Ausbeute der Klamotten ist es bei den Männern bis auf die Gesamtoutfits tatsächlich nicht so viel. Denn auch hier bei den Haaren, wir haben nur eine neue Frisur bekommen, finde ich tatsächlich ganz schön wenig. Also da hätte man doch noch so ein paar unterschiedliche Varianten mit reinbringen können. Ein bisschen was, ja, Schickeres so. Wenn sich die Sims dann schick machen, dann hätte das doch hier auf jeden Fall reingepasst. Gucken wir mal bei den Frauen weiter, was hier so hinzugefügt wurde. Denn wie so oft haben die Frauen ein bisschen mehr bekommen als die Männer. Boah, also dieser Afro ist auf jeden Fall wirklich schön hier mit diesen Blumen an der Seite. Gefällt mir doch recht gut. Dann haben wir diese... diese Zopfvariation, sage ich jetzt einfach mal, bekommen. Hier hinten mit einem ganz großen Zopf, also mit den kleinen Steinchen, das passt natürlich auch sehr gut zum Thema. Die gefällt mir persönlich ganz gut. Also so Kurzhaarfrisuren kommen manchmal nicht ganz so schön rein, aber die finde ich eigentlich ganz cool. Dann haben wir hier eine mit diesem Schleier. Die Schleier gibt es, glaube ich, so wie ich das verstanden habe, nicht einzeln. Finde ich jetzt auch ein bisschen schade. Was ist denn eigentlich hier der Unterschied? Da ändert sich für mich irgendwie gar nichts. Das ist ja auch komisch. Ah, sind das... Ah, okay. Bei manchen Farbkombinationen hat der Schleier eine andere Farbe. Das finde ich jetzt irgendwie auch ein bisschen merkwürdig. Ja, hier ändert sich irgendwie gar nichts. Also das verstehe ich jetzt nur so zur Hälfte irgendwie. Okay, dass sich hier oben ein bisschen die Farben ändern, ist jetzt nichts großartig Spannendes. Und auch nochmal ohne den Schleier. Ja, also die ist doch eigentlich auch ganz schön. Hier auch wieder das, dass sie hier quasi dreimal dieselbe Frisur mit minimalen Änderungen mit reingebracht haben. Finde ich manchmal ein bisschen schade. Da würde ich mir doch glatt für die Sims 5 wünschen, dass sowas in, Variationen von einer bestimmten Frisur gelöst wird. Dass man quasi einfach zum Beispiel... Wenn man das bei dem Outfit sagen will, dann gibt es quasi eine Variation mit diesem Band hier oben, eine ohne. So in der Art wäre das doch eigentlich ganz witzig. Haben wir hier ein neues Kopftuch bekommen, auch passend so ein bisschen in dieser Hochzeitsoptik. Ja, also man kann auf jeden Fall auch verschiedene Kulturen mit diesem Pack abdecken. Das finde ich eigentlich ganz gut. Wir haben ebenfalls ein paar neue Accessoires fürs Gesicht bekommen. Das sind einmal diese Blümchen hier. Das ist, glaube ich, so ein indisches Objekt auf jeden Fall. Und hier, die gefallen mir eigentlich auch ganz gut. Haben wir hier auch so ein bisschen was Glitzernderes bekommen, hier mit kleinen Edelsteinchen. Oh ja, also ist doch eigentlich ganz schön. Neue Accessoires sind auch immer ganz gut. Ansteckblumen haben wir bekommen, die jetzt hier in dem Fall nicht unbedingt angesteckt sind, sondern eher in der Luft schweben. Ich möchte jetzt hier auch nicht unbedingt wirklich jedes Outfit durchgehen, also so ein grober Überblick reicht mir hier eigentlich. Ich glaube, genau dieses Oberteil gibt es auch für Männer. Dann haben wir das hier bekommen. Also ich weiß nicht, da fehlen mir doch jetzt glatt so ein paar andere, so ein paar Blusen oder so oder irgendwas Schickeres noch. Klar, die Entwickler wollen wahrscheinlich, dass man hier aus den neuen Gesamtoutfits wählt, aber so ein paar einzelne Oberteile wären doch jetzt auch nicht so schlecht gewesen. Und hier sind wir dann auch bei den Hochzeitskleidern anbekommen. Wahrscheinlich so ein bisschen das Wichtigste auf jeden Fall für dieses Pack. Ah, doch, also die gefallen mir doch alle recht gut. Da ist schon ein bisschen Variationen dabei. Das ist fast jetzt vom Ersteller ein Sim-Modus, würde ich sagen, irgendwie so ein bisschen mein Highlight. Also... Auch von den Farben, viel Lila sehe ich hier, so blau, lila, Rottöne, natürlich weiß. Weiß war ja jetzt relativ vorhersehbar, aber auch sonst gefällt mir das eigentlich ganz gut. Also hier, für alle, die gerne ein paar neue Kleider haben möchten, ist auf jeden Fall ordentlich was geboten. Wow, also hier mit diesen kleinen Blumenelementen, das ist doch eigentlich auch ein ganz cooles Kleid. Das hier gefällt mir ganz gut. Ja doch, also die haben alle auch so einen unterschiedlichen Schnitt. Kann man sich vorstellen, sowas würde in so einem Brautkleidladen auf jeden Fall herumhängen. Da haben die Entwickler sich schon ein bisschen ausgetobt hier, das haben wir schon bei den Männern gesehen. Aber ja, also von den Farben auch ist einiges dabei. Hier haben wir auch ein bisschen was Pastelliges, also hier auch wieder mit diesem Pride-Muster. Ist doch eigentlich ganz cool.
Wie schon zu erwarten, neue Alltagsoutfits in dem Sinne gibt's jetzt nicht. Zum Thema des Packs passt das auf jeden Fall sehr gut. Da kann man den Entwicklern jetzt nicht wirklich einen Vorwurf machen. Neue Schuhe haben wir bekommen. Also, ist mir jetzt fast auch ein bisschen zu wenig. Also, der Schwerpunkt liegt deutlich auf jeden Fall auf den Gesamtoutfits. Bei Männern wie bei Frauen. Ja doch, die Frisuren sind eigentlich ganz cool. Mit dem neuen Pack kommt natürlich die neue Welt Tartosa, die wir auch schon so im Trailer gesehen haben. Also das Icon ist natürlich wieder ganz schön und die Weltenkarte, ganz ehrlich, ist mega. Also von der Gestaltung so, sieht so ein bisschen wärmer aus, gefällt mir recht gut. 2 Regionen, 8 Grundstücke insgesamt. Also da ist doch eigentlich für so ein Gameplay-Pack, würde ich sagen, ist eigentlich ganz solide. Wir haben hier natürlich das neue Hochzeitsgrundstück verbaut. Wir haben hier eine Bar. Wir haben ein leeres Grundstück. Das ist auch das, was man auf dem Pack-Cover ja eigentlich schon gesehen hat. Das spielt sich auf jeden Fall hier ab. Wir haben ein paar Wohngrundstücke. Das ist ein Wohngrundstück. Hier haben wir ein leeres Grundstück. Man kann hier natürlich auch ebenfalls Urlaub machen. Dafür ist dieses Grundstück hier gedacht. Da wären wir auch schon. Mein Sim hier wurde jetzt so von dem Spiel generiert, ist jetzt also nicht sonderlich spannend. Aber die Grundstücke sind für die Sims 4 Verhältnisse, da hatten wir teilweise echt manchmal welche, die gar nicht klar gingen, sehr schön. Das liegt aber ganz einfach daran, dass hier die Game Changer die Grundstücke wieder für die Entwickler gebaut haben. Das ist wirklich ein wunderschönes Grundstück, muss man hier zugeben. Und auch sonst, die Welt macht einiges her. Hat man ja schon so ein bisschen im Trailer gesehen und natürlich auch im Entwickler-Stream. Also auch so, es gibt hier diesen kleinen Innenstadtkern, der mir recht gut gefällt. Hier sind dann auch die Grundstücke, hier ist dieser kleine Backshop, beziehungsweise dieses Bäckergeschäft, wo man leider nicht richtig reingehen kann. Es ist wirklich nur diese Bude. Es ist also quasi, diese Stände, die wir schon aus etlichen Die Sims 4 Erweiterungen kennen, jetzt halt in ein Dekohaus integriert. Also nicht ganz so spannend hier hinten. Das ist auch nur Deko. Also natürlich hier kann man nirgends mit interagieren, außer mit dem neuen Rathaus. Hier kann man theoretisch auch direkt heiraten, was ich eigentlich ganz cool finde. Wenn eure Sims also absolut nicht abwarten können, ist das quasi dann doch die perfekte Möglichkeit, um ganz schnell an die Hochzeit zu kommen, an die Hochzeitsringe, wenn man das so sagen will. Es erinnert mich hier an so Weinberge, also so von der Dekoration ist es natürlich wieder top. Welten können die Entwickler, ich sag so gerne immer wieder, in Die Sims 4 einfach richtig gut. Dann haben wir hier unten noch so ein kleines Parkgebiet, hier mit ein bisschen Wasser. Und weiter unten, wo ist es denn, haben wir ebenfalls ein kleines Strandgrundstück bekommen. Genau, das ist das hier. Hier kann man natürlich ebenfalls bauen. Oh, ey, also ich muss sagen, diese Bar hier sieht doch wirklich richtig schick aus. Also da wurde sich auf jeden Fall Mühe gegeben. Und damit wir uns die andere Region noch mal ein bisschen angucken können, bin ich in den Markovic-Haushalt gewechselt. Hier haben wir so einen kleinen Strandbereich, wo man sich auch hier auf die Liegen legen kann. Oh, also es ist wirklich traumhaft schön. Also hier wäre ich jetzt ehrlich gesagt auch gern, hätte ich jetzt auch nichts dagegen. Diese kleine Holzbrücke hier, dann geht es hier so entlang. Und wir haben natürlich den riesigen Baum, mit dem auch der Trailer gestartet ist. Also hier lässt es sich doch auf jeden Fall leben. Als Schauplatz für so eine Hochzeit, glaube ich, wirklich sehr gut geeignet. Wir haben hier so ein bisschen Strand und ja auch so ein bisschen Grün vereint. Eigentlich auch eine ganz interessante Kombination. Die Region ist relativ weitläufig, also man kann hier schon ganz gut rumlaufen. Hier hinten ist es dann nicht mehr interagierbar, aber wir haben hier auf jeden Fall noch ein paar Grundstücke. Ihr habt es ja schon in meinem letzten Video gehört, aber es ist ja leider so, dass dieses Pack sehr viele Probleme hat, bisschen kaputt ist. Aber ich würde sagen, jetzt gucken wir uns doch mal so ein bisschen das neue Gameplay an. Es wäre natürlich witzig, wenn diese Fähigkeit auch von der Backenfähigkeit profitieren würde. Die Backenfähigkeit wurde ja mit der An-die-Arbeit-Erweiterung eingeführt, aber das ist hier leider nicht der Fall. Man kann quasi nur das Kochen damit voranbringen. Wenn man eine Hochzeitstorte backen möchte, dann hängt es mit der Feinschmecker-Kochen-Karriere zusammen. Wir haben hier ein paar verschiedene Optionen. Wir haben hier insgesamt 9 Torten, aus denen wir wählen können. Ich würde sagen, die sechseckige Hochzeitstortenform klingt doch eigentlich ganz interessant.
Wie wäre es denn hier mit der weißen Variante? Machen wir die doch mal. Ihr seht hier schon, das ist eine der Varianten. Also es gibt verschiedene Optionen. Wir können hier ebenfalls diesen Hochzeitstortenaufsatz wählen oder naja, in Lunchpaket wollen wir die Torte jetzt nicht stecken. Dafür ist sie, glaube ich, ein bisschen zu schade. Ah, zum Beispiel kann man auch den Hochzeitstortenaufsatz beschriften. Da kann man dann eintragen, wer heiratet. Und man kann eine Nachricht hinterlegen. Das ist doch eigentlich eine ganz witzige Idee. Der wird dann hier oben angezeigt. Jetzt nämlich können wir die neuen Animationen bewundern. Das sieht doch eigentlich ganz witzig aus. Fein akribisch wird hier, was auch immer das hier ist, da drauf geschmiert. Oh, okay. Jetzt ist die Torte verschwunden. Das sieht auf jeden Fall auch sehr witzig aus. Und da ist sie. Boah. Also ich muss sagen, da bekommt man doch glatt selber ein bisschen Hunger. Genau, jetzt können wir hier spaßeshalber mal diesen Aufsatz hinzufügen. Da haben wir ganz viele verschiedene Optionen. Für meinen Geschmack fast sogar ein Ticken zu viele. Also man sucht sich hier schon ein bisschen durch, wenn man hier was Perfektes wählen will. Ich würde sagen, jetzt können wir doch auch schon mal die erste Zeremonie hier stattfinden lassen. Hochzeitsfeierplan steht hier als Auswahl bereit. So, wen auch immer wir hier anrufen. Wir haben hier ungefähr 6, 7 verschiedene Ereignistypen, die alle, ja, relativ unterschiedlich sind. Wir haben einmal die ganz normale Hochzeitszeremonie. Damit wird auch die Basisspielzeremonie überschrieben. Das ist also auch ganz, vielleicht ganz gut anzumerken. Das Verlobungsessen, Familientreffen, ein Probeabendessen, den Empfang. Und später, nachdem man geheiratet hat, macht es ja vielleicht mal Sinn, die Erneuerung des Ehegelübdes anzustreben. Das kann man ebenfalls auch tun. Vor der eigentlichen Hochzeit findet ja immer der Junggesellenabschied statt, den wir jetzt einfach mal so feiern wollen. Wir können, wie wir das auch schon aus dem Basisspiel kennen, natürlich andere Freunde einladen. Da habe ich hier schon so ein paar. Mortimer Grusel darf auch gerne kommen. Auch ein bisschen chaotisch hier. So, einen Mixer brauchen wir natürlich. Und ein Entertainer, da könnten wir unseren Mann anstellen, aber wir nehmen jetzt hier auch mal irgendeine fremde Person. So, da wären wir auch schon bei den Aktivitäten. Ja, also ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber also es ist ja eigentlich ganz nett so. Bei den Hochzeiten gibt es, glaube ich, wie viel waren das? So 13 verschiedene Auswahlmöglichkeiten, aber das ist mir doch ehrlich gesagt ein Ticken zu wenig. Also so doppelt so viel. Ja, okay, aber das ist schon ein kleines bisschen wenig. Also irgendwie will man auf so einem Junggesellenabschied nicht fast alles davon machen. Also was zu essen soll es geben, Desserts werden auch ganz gut, tanzen und Getränke. Es ist ja irgendwie relativ standardmäßig. Es ist ja jetzt nicht so, dass wir hier aus unterschiedlichsten Sachen wählen können, sondern das sind doch wirklich relativ standardmäßige Dinge doch. Naja. Oh, wenn wir unseren Junggesellenabschied im Museum feiern, wäre das bestimmt auch witzig. Aber so, ich glaube, das Café gefällt mir hier dann doch ein bisschen besser. Oh, Karaoke-Bar wäre auch witzig. Das heißt, hier ist auch so ein bisschen Crossplay-Gameplay möglich. Wir können jetzt hier auch einfach in die Karaoke-Bar aus der Großstadtleben-Erweiterung gehen. Aber ich glaube, ja, bleiben wir doch mal so ein bisschen bei den Inhalten des Packs jetzt an sich. Und da wären wir auch schon. Alle Sims rennen hier in alle Richtungen. Ich habe jetzt einfach mal quasi die Lounge des neuen Gameplay-Packs als Standort gewählt. Okay, Tanzen haben wir schon erfüllt, ohne dass überhaupt irgendwas passiert ist. Hier an diesem kleinen Tischchen können wir Essen platzieren, genauso wie es auch im Accessoire-Pack Luxus Party war. Ja, okay, die Nachspeise ist damit auch schon erfüllt. Das geht hier alles ganz schön schnell für meine Verhältnisse. So, ach so, das ist unsere Entertainerin. So, okay, sie legt hier direkt los mit ihrem Programm. Können wir uns denn, wir können nicht die anderen Sims dazu bringen, hier sich mal hinzusetzen und zuzuhören. Das ist ein bisschen schade. Teilnehmer zur Aktivität rufen. Jetzt werden die Trinksprüche hier ausgebracht. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Das war ja auch ein großer Kritikpunkt, den ich in diesem Video auch mal so ein bisschen selber mir anschauen wollte. Die Sims scheinen nicht das zu machen, was sie sollen. Jetzt schauen wir doch einfach mal, ob es in diesem Fall funktioniert. So, jetzt probieren wir das hier nochmal. Machen wir mal was anderes. Mortimer soll unseren Trinkspruch, austragen. Schauen wir mal, funktioniert das? Oh, ich muss sagen... Ah, innerlich, ich koche hier schon so halber, weil es einfach nicht so ganz schön sauber läuft. Wenn man hier
wirklich die Hochzeit genauso, beziehungsweise den Junggesellenabschied genauso haben will, wie man selber das möchte, ist es irgendwie ein bisschen schwierig. Okay, Mortimer hat jetzt hier seinen Trinkspruch ausgebracht. Die anderen Sims hat es jetzt nur so semi-interessiert. Ah, okay, jetzt. So. Oh ja, das hat doch jetzt irgendwie funktioniert. Auch wenn ich mir das irgendwie alles ein bisschen anders vorgestellt habe. Ich muss sagen, es gibt ja bei der Hochzeit diese neuen Interaktionsmöglichkeiten, mit denen man quasi, ja, bestimmen kann, was die Sims jetzt als nächstes machen sollen. Das ist mir hier, ehrlich gesagt, so ein kleines bisschen zu chaotisch. Also hier, alle Sims rennen wild rum, laufen irgendwo anders hin. Das macht mich gerade schon so ein bisschen verrückt hier. Wir haben zwar hier unsere Sims, aber, ja, so ganz... wie ich mir das jetzt gedacht habe, funktioniert das irgendwie leider nicht so ganz. Jetzt ist sie hier ganz alleine und hat die Interaktion wieder abgebrochen. Oh. Ja, nee, also so richtig funktionieren tut das hier alles nicht. Es ist leider ein bisschen deprimierend. Okay, die ersten Sims schlafen schon ein hier. Scheint wohl nicht der spannendste Junggesellenabschied zu sein, den ich jemals veranstaltet habe. Jetzt kommt doch mal alle hier nach oben. Wir möchten gerne gemeinsam alle was trinken. Ja, wie ihr seht, es passiert halt einfach nichts. Also, das, was es soll, machen die Sims einfach nicht. Nein, es passiert nichts. Die Sims stehen weiterhin hier unten rum. Okay, wenigstens das hier sieht doch mal ganz harmonisch aus. Dann setzen wir uns doch lieber hier wieder nach unten. Ja, die Sims scheinen hier alle wenigstens so ein bisschen beisammen zu sein, was ich ganz witzig finde. Ich würde sagen, okay, es ist noch nicht mal 0 Uhr, also noch nicht ganz so spät für einen Junggesellenabschied. Das ist doch eigentlich ganz witzig. Ich muss halt leider wirklich sagen, da fehlen mir doch so klassische Interaktionen, die man bei einem Junggesellenabschied macht. Also das finde ich doch alles so ein bisschen... Das können wir doch aktuell schon so im Spiel. Klar, die Trinksprüche können wir bisher nicht ausbringen. Aber ansonsten, alle von diesen Sachen können wir auch so im Basisspiel tun. Da hätte ich mir doch jetzt noch ein bisschen Gameplay gewünscht, was wirklich... Oh, okay, unser Junggesellenabschied ist vorbei. Da hätte ich mir doch wirklich ein bisschen Gameplay gewünscht, was dann diesen Junggesellenabschied besonders macht, den man dann so ein bisschen in Erinnerung behält. Also, es hat bei mir jetzt hier auch nicht so ganz funktioniert. Wenigstens das Bild hier am Ende war ganz schön. Aber ich muss leider sagen, das wäre jetzt nichts, wofür ich mir unbedingt dieses Gameplay-Pack holen würde. Ja, naja, okay. Der Junggesellenabschied ist abrupt beendet worden. Alle Sims rennen jetzt hier auch schon wieder nach Hause, so wie es aussieht. Ja, ein bisschen enttäuschend. Wäre so mein Junggesellenabschied verlaufen, wäre ich, glaube ich, ganz schön wütend gewesen. Also das war jetzt nicht unbedingt was. Nachdem der Junggesellenabschied ein bisschen vergeigt wurde, wird die Hochzeit hoffentlich ein wenig besser, die wir jetzt hier doch einfach mal planen. Wir haben unsere Ringträgerin und die Gäste. Ja, da laden wir einfach mal alle ein, würde ich sagen. Einfach um die Hochzeit ein bisschen größer als die Entwickler feiern zu können in ihrem Livestream. Da waren ja leider nur 2 Gäste da, das sah ein bisschen traurig aus. Okay, ein Blumenkind kann kein Gast sein, das ist auch ein bisschen witzig. Schmeißen wir euch mal wieder raus. Jetzt haben wir alles aufgeteilt und wir gehen mal weiter. So, da haben wir jetzt schon ein paar mehr Interaktionen. Ich möchte, dass das Gelübde abgelegt wird. Der Gang soll hinuntergegangen werden. Wir wollen tanzen. Blasen, ja, blasen können wir ja mal machen. Eine Rede muss natürlich sein, in der man nochmal so ein bisschen... die Hochzeit bzw. die Beziehung Revue passieren lässt. Hochzeitsschmaus klingt doch ganz gut. Torte anschneiden und tanzen, würde ich jetzt mal sagen. Möchte ich, da ich weiß, dass dieses Feature gerne mal rumzickt. Okay, wir haben 2 Stile zur Auswahl. Das ist jetzt auch gar nicht mal so viel. Aber ich möchte, dass alle in einem schönen Rotton aufkreuzen. Die Hochzeitsklamotten gefallen mir doch ganz gut. Die Hochzeitstorte müssen wir dann noch auswählen. Nicht wundern, das macht man dann im Live-Modus. Es ist zwar ein bisschen sinnlos, dass dann dieses Bildchen hier von der Hochzeitstorte hier schon zu sehen ist, weil man die erst im Live-Modus dann wählt, aber es ist zumindest so. Ein kleines bisschen verwirrend. Oh, diese Location sieht doch eigentlich ganz schön aus. Und die Hochzeit soll um 16 Uhr stattfinden. Damit hätten wir das doch eigentlich ganz gut vorbereitet.
Hier im Sand kann man ja auch diese neuen kleinen Interaktionen machen, zeichnen. Wir machen mal ein Herz in den Sand, das ist doch eigentlich ganz witzig. Oh, das ist doch süß. Und für alle, die es interessiert, man kann hier nämlich auch ebenfalls so, Nachrichten in einer Flasche finden, was ich eigentlich eine ganz witzige Idee finde. Da kann man eine neue Sammlung mit vervollständigen. Da stehen auch ganz viele verschiedene Sachen drin über die Region, so in The Sims 4. Ist doch eigentlich ganz witzig gemacht. Ja, irgendwie richtig Sachen kaufen können wir hier leider nicht. Warum genau können wir hier nicht mit dieser Bude interagieren? Das nervt mich doch gerade ein bisschen. Der Sim rennt die ganze Zeit raus, quatscht mit ihr und geht wieder rein. Dann geht er wieder raus und geht wieder rein. Das ist ein bisschen merkwürdig. Jetzt, so, Hochzeitstorte kaufen. Da brauchen wir natürlich auch noch eine schöne. Meine Sim-Dame ist jetzt mal zu faul, die selber zu backen. Deswegen, ja, gekauft muss ja nicht immer was Schlechtes sein. Die sieht doch spektakulär aus. Die nehmen wir auf jeden Fall noch mit. Und was wir ja auch machen müssen, ist hier unseren Hochzeitsstrauß zu besorgen. So, einen Hochzeitsstrauß brauchen wir noch. Dann nehmen wir nochmal den hier. Der ist doch ganz schön. Zack, damit hätten wir eigentlich auch schon fast ja alle Vorbereitungen getroffen. So, jetzt wird's feierlich und zwar die Hochzeit steht an, geht gleich los. Wir platzieren hier nochmal die letzten Sachen, ein bisschen dekorieren. Man kann ja sogar hier theoretisch noch in den Baumodus wechseln. Das heißt, wenn man sein Grundstück dann noch dementsprechend ein bisschen anpassen will, ist das ebenfalls möglich. Da würde ich sagen, platzieren wir mal unsere Torte um. Hier ist es doch fast noch ein bisschen schöner. Das sieht doch eigentlich ganz gemütlich aus. So, jetzt bin ich auf jeden Fall mal sehr gespannt, ob das alles so funktioniert. Also das Grundstück ist auf jeden Fall sehr detailliert. Es ist echt ganz hübsch. Hier überall sind so kleine Eckchen, wo man sich hinsetzen kann. Ist doch eigentlich ganz witzig. So, ich würde sagen, bevor es mit der Hochzeit richtig losgeht, plaudern wir doch alle mal ein bisschen. Schauen wir mal, ob das so funktioniert. Oh ja, oh, okay, die Sims laufen hier alle, ja, in unsere kleine Hochzeitsregion. Ich würde sagen, jetzt wird es Zeit, dass sich die Sims mal hier alle entspannt hinsetzen. Nehmt mal Platz hier am Hochzeitsbogen. Schauen wir doch mal so. Bitte setzt euch hin. Ich drücke die Interaktion jetzt einfach mehrmals. Ja. Also ich würde sagen, jetzt so steile These, aber für mich sieht das jetzt hier nicht unbedingt nach Sitzen aus. Okay, das funktioniert schon mal nicht. Bisschen schade. Dann machen wir mal was anderes. Können die Sims sich denn vor die Hochzeitstorte versammeln? Ich verstehe das nicht so ganz. Also jetzt die zum Altar gehen Interaktion hätte super geklappt, aber die Sitzinteraktion wollen die Sims nicht ausführen. Naja, dann können wir ja so mal ein bisschen plaudern. Vielleicht bringt es die Sims ja doch noch dann dazu, sich umzuentscheiden und sich mal richtig hinzusetzen. Irgendwie sind auch nur die Hälfte der Sims hier im Gang angekommen. Ich führe die Interaktion einfach nochmal aus. Hä? Okay, irgendwie so richtig funktionieren tut das hier nicht ganz. Was macht er jetzt? Er hat irgendwie auch so nicht so wirklich Lust auf seine Gäste. Was ich jetzt auch nicht so ganz verstehe. Aber so. So. Jetzt wird hier die erste... Nein, das ist keine Rede. Ich probiere es jetzt noch ein letztes Mal und wenn sich alle nicht hinsetzen wollen, dann machen wir das halt im Stehen. Das ist mir jetzt mittlerweile auch egal. Nee, okay, da wurde sich nicht wirklich hingesetzt. Aber dann fangen wir mal wenigstens an. So, schicken wir mal jemanden herunter. Das Blumenkind. So, Mortimer soll jetzt mal hier runterlaufen und seinen kleinen Blumenstrauß ausbringen. Irgendwie, Sims haben jetzt hier schon angefangen zu essen. Wo sind die hin? Hä? Ich verstehe es ehrlich gesagt nicht. Wer hat denn hier schon losgelegt? Das wird jetzt hier auch nicht so ganz ersichtlich. Ich sehe hier zumindest niemanden. So, nochmal. Wir probieren es einfach noch ein zweites Mal. Mortimer will scheinbar nicht. Der braucht immer einen Moment. Der ist ganz aufgeregt, deswegen... Ja, nee. Also, ich meine, funktionieren sieht wirklich anders aus. Ja, ich weiß jetzt auch nicht so ganz. Also, wenn die Sims sich nicht hinsetzen, Mortimer nicht herunterlaufen will, dann müssen wir jetzt wohl oder übel die Sims hier lang schicken. Herunterschicken. Zwei Sims.
Dann, ja, startet doch mal bitte. Nee, auch nicht. Auch nicht. Also ich habe, nur ganz kurz, um euch ein bisschen aufzuklären, keine Mods aktuell im Spiel und ja, habe einen neuen Spielstand für dieses Video angefangen. Also daran liegt's also nicht. Aber bei mir, in meinem Spiel, so wie es auch bei anderen Simmern war, die ich so auf YouTube gesehen habe. Ah, oh, es hat funktioniert. Das habe ich schon so schnell vorgespult, dass ich das gar nicht mitbekommen habe. Machen wir es doch einfach nochmal, weil es so schön war. So. Es hat zwar ein bisschen gedauert, man muss die Interaktion manchmal mehrmals ausführen, aber dann funktioniert das letztendlich. Ja, es wäre jetzt ganz schön, wenn ihr hier mal alle aus dem Weg gehen würdet. Die Sims stellen sich manchmal so dämlich an, ja. Das wird jetzt wahrscheinlich ein bisschen chaotisch. Wenn das eigene Kind hier einfach im Weg steht. Ich kann die Sims ja auch nicht dazu bringen, sich jetzt hinzusetzen, deswegen... So, dann mach doch jetzt bitte mal, genau, jetzt legen wir hier unser Gelübde ab. Ja, wir haben keinen Offizianten, das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd, aber dann, oh, ein Sim hat sich hingesetzt, dann starten wir doch wenigstens mal so. Ich möchte das Ganze jetzt wie in so einem Hochzeitsvideo hier von der Perspektive haben. Oh, okay, der kleine Junge reagiert zumindest schon mal auf die Hochzeit. Ja, also... Ich würde mich aufregen, wenn meine Freunde alle so hier drumherum stehen würden. Das sieht nicht gerade so aus, als würde sie das wirklich interessieren. Auch das ist der Moment, auf den wir doch alle gewartet haben. Die Sims tauschen die Ringe aus. So, das sieht doch eigentlich schon ganz schön aus. Oh, wie niedlich. So, und es wird geküsst. Perfekt. So, Zeit für die Reden. Jetzt wird hier nochmal ein bisschen geredet. Brech all deine Interaktionen ab. Ja. Okay, es ist wohl doch keine Zeit für die Reden. Ja. Oder ist damit gemeint, dass die anderen Sims reden? Weil da hätten wir die Interaktion nicht mal unbedingt gebraucht. Das ist ja hier schon durchaus der Fall. Ganz ehrlich, wir machen jetzt einfach weiter. Wir lassen uns davon gar nicht großartig beirren. Wir lassen jetzt, ja, den Reis werfen. Der... Ah, der geworfen wird. Oh, das sieht doch irgendwie witzig aus. Das funktioniert also. Was könnten wir denn jetzt noch machen? Die Sims haben, glaube ich, langsam Hunger bekommen. Jetzt wird es doch Zeit, hier mal was aufzutischen. Ja, dann machen wir hier doch mal... servieren wir mal Essen. Hier so, zack. Dann wird es, glaube ich, mal Zeit, jetzt zu essen. Nee, nach Hause wollen wir noch nicht. Auch wenn ich persönlich jetzt hier, glaube ich, bei dieser Hochzeit irgendwie gerne nach Hause gehen würde. Das sieht für mich nämlich irgendwie alles relativ langweilig aus. So, Zeit zum Essen. Also, ich weiß gar nicht. Eigentlich, wir müssen hier doch fast gar nicht mehr weitermachen. Weil die Sims halt wirklich alles ignorieren, was man ihnen anweist. Okay, ja, diese Frau hier ist scheinbar schon am Futtern. Die konnte irgendwie auch nicht mehr so ganz abwarten. Aber, ja, das ist wirklich... die mit Abstand chaotischste und traurigste Hochzeit, die ich in meinem Leben je gesehen habe. Ich habe fast das Gefühl, da haben die Basisspiel-Hochzeiten ohne dieses Gameplay-Pack irgendwie besser funktioniert. Was ist eigentlich mit dem Hochzeitskuchen passiert? Den habe ich doch vorhin hier noch abgestellt. Ja, das ist also wirklich alles sehr chaotisch. Ich glaube, der Hochzeitskuchen hat sich hier auch schon verabschiedet. Ja... Nee, also ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Die Entwickler haben bewusst dieses Pack veröffentlicht, obwohl sie selber gemerkt haben, dass gar nichts funktioniert. Es ist ja nicht mal so, dass es jetzt hier bei mir ein Spezialfall ist, sondern wie ich schon in den letzten Videos auch erklärt habe, ist es so, dass es selbst im Entwickler-Livestream bei den Entwicklern so war und auch bei vielen verschiedenen Simmern, die dieses Pack schon vorher anspielen konnten. Vor einer Woche muss es also noch schlimmer gewesen sein als jetzt. Ja, die beiden hier wenigstens, die kann ich steuern, die sind in meinem Haushalt. Die machen noch einigermaßen das, was ich will. Ja, ich würde auch gerne wissen, was mit meinem Kuchen passiert ist, aber das werden wir wohl nie erfahren. Ich glaube, ihr seht selber, solange ihr nicht wirklich die neue Welt oder den Baumodus oder den Erstelle einen Sim-Modus interessant findet, braucht ihr dieses Pack nicht. Also die neuen Interaktionen, selbst wenn sie funktionieren,
Also wir hoffen einfach mal, so in, keine Ahnung, 3 Wochen oder so, könnte ich mir vorstellen, dass da dann ein Update kommt, mit dem dann alles wieder so funktioniert, wie es soll. Ihr habt schon gesehen, es gibt schon ein paar neue Interaktionen. Wir können Hochzeitstorten auswählen, wir können einen Blumenstrauß kaufen, wir können die Sims hier lang schicken. Es gibt ja ein paar neue Interaktionen. Man kann Sims irgendwie allgemein hier so ein bisschen steuern. Das ist eigentlich ganz cool, aber ich bin halt der Meinung, also da fehlt doch noch ein bisschen was. Viele Sachen kann man ja schon bereits mit dem Basisspiel machen. Es ist jetzt halt alles ein bisschen ausgefeilter, aber halt auch nicht so wirklich. Ja, wenigstens sind wir hier nicht mehr ganz einsam draußen. Ich bin mir halt ein bisschen unsicher. So vom Gameplay gab es schon Packs, gerade wenn ich jetzt zum Beispiel an Elternfreuden denke, wo tiefgreifend neue Sachen hinzugefügt wurde. Das ganze Spiel, so die Kindheit der Sims fühlt sich so ein bisschen, ja, einfach ein bisschen voller an. Man hat ein bisschen was zu tun. Die Sims haben Empathie, emotionale Kontrolle, Konfliktlösung und so weiter. Aber hier sehe ich halt nur neues Brautstrauß werfen, hier diese Interaktion. Und die anderen gesellschaftlichen Ereignisse sind jetzt auch nicht so wirklich spannend. Also wir sind jetzt noch nicht ins Ehegelübde oder so gegangen, aber ich habe schon bei anderen Zimmern gesehen, da gibt es halt auch einfach nicht so wirklich viel zu tun, was ich ein bisschen schade finde. Ich würde sagen, ich lasse euch hier jetzt nochmal allein. Die Hochzeit ging jetzt sehr lang. Bis 7 Uhr ist schon eine erstaunliche Länge. Das würde ich wahrscheinlich jetzt auch nicht aushalten. Aber bevor wir dieses Video beenden, will ich nochmal einen kleinen Blick in den Baumodus doch werfen. Vielleicht sieht es hier ein wenig besser aus. Ihr wisst, ich bin jetzt nicht so gerade der Baumodus-Meister, aber wir können ja mal schauen, was es hier so für neue Sachen gibt. Also so von den Dekorationsobjekten sieht es doch eigentlich hier ganz schön aus. Also auch schon auf dem Grundstück habe ich einige Sachen gesehen, die mir ganz gut gefallen haben. Wir haben sehr viele Blumen natürlich. Wir haben ja neue Stühle, neue Sitzobjekte. War jetzt auch schon so vorhersehbar. Genau hier haben wir den unsichtbaren Hochzeitsgang. Also es gibt nicht nur diese blumige Variante, sondern auch eine, die unsichtbar ist. Wenn man da zum Beispiel einen Teppich drunter legen will, ist es doch ganz cool. Ja, wir haben diesen Hochzeitsbogen. Der ist sehr kitschig, aber der ist doch eigentlich auch ganz cool. Wie schon zu erwarten, sind alles Sachen, um seinen Hochzeitsort ein bisschen zu gestalten und ein bisschen zu verbessern, seine eigene Hochzeitslocation zu bauen, aber jetzt natürlich nichts, was man so wirklich im Alltag verwendet. Finde ich jetzt natürlich auch nicht so schlimm. Bei diesem Pack ist es auf jeden Fall sehr logisch. Dafür sind die Objekte wirklich sehr schön eigentlich. Hier natürlich keine extrem grellen Farben, sondern eher so klassische Töne, die man auch bei einer Hochzeit erwarten würde, was ja auch Sinn macht. Ja, von der Auswahl kann man hier, würde ich sagen, jetzt nicht unbedingt meckern. Also um so einen Ort da ein bisschen zu tunen und in diesen Hochzeitsstil einzukleiden, ist es doch, glaube ich, ganz gut. Wir haben 2 verschiedene Teesets bekommen, mit denen sich auch interagieren lässt. Das finde ich auf jeden Fall noch ganz cool. Tee ist ja auch in anderen Ländern scheinbar ein wichtiger Teil von einer Hochzeit, eine kleine Teezeremonie. Wir haben diesen Hochzeitsbogen bekommen, neue Sitzmöbel. Ich würde jetzt natürlich sehr gerne eine kleine Hochzeitslocation damit bauen, bloß leider kann ich das halt einfach sehr schlecht. Deswegen versuche ich das gar nicht erst. Ja, vom Stil gefällt es mir eigentlich ganz gut. Ich muss sagen, da habe ich jetzt auch fast nichts anderes erwartet, weil ja, dieser Hochzeitsstil ist doch eigentlich immer so ganz schön. Ja, von den Deko-Objekten sehr viel Blumen natürlich, aber ich denke, da sollte auf jeden Fall für jeden so ein bisschen was dabei sein doch. Ja, also abschließend, was will man zu diesem Pack sagen? Es ist wirklich, ja, der Erstelle einen Sim-Modus ist eigentlich ganz gut, der Baumodus ist eigentlich ganz gut. Für meinen Geschmack hätte da jetzt so ein Ticken mehr Möbel reingekonnt, so hätte ich jetzt mal so gesagt. Aber ansonsten, es ist so traurig, dass dieses Hauptfeature einfach nicht funktioniert zum aktuellen Zeitpunkt. Ihr solltet auf jeden Fall noch abwarten, es ist irgendwie nicht so fair, EA dafür, finde ich, Geld zu geben. Normalerweise bin ich ja immer recht positiv und sag, ja, wenn kleine Sachen nicht funktionieren, ist es noch okay. Aber hier haben die Entwickler einfach bewusst ein komplett nicht funktionierendes Pack rausgehauen und das, finde ich, geht eigentlich gar nicht klar.
ja, warten wir einfach vielleicht nochmal ab. Vielleicht wird es dann irgendwie wieder besser, aber so kann ich euch dieses Pack einfach bisher nicht empfehlen. Für alle, die gerne im Baumodus und im Ersteller einen Sim-Modus unterwegs sind oder die kleine neue Welt ja, nutzen, die werden schon Spaß mit diesem Pack haben, so ist es nicht. Aber für alle anderen, denke ich, solltet ihr einfach nochmal abwarten. Ich würde mal sagen, damit wären wir auch am Ende dieses Videos angekommen. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr jetzt so dieses Gameplay wahrgenommen habt, ob die paar neuen Sachen, die es gibt, das für euch wert sind und ob ihr gedacht hättet, dass es wirklich, dass wirklich nichts funktioniert. Also wie ihr gesehen habt, die Hälfte der Interaktionen funktionieren und wenn man Glück hat, ja, machen die Sims mal das, was sie sollen, aber im Großteil leider nicht. Naja, dann würde ich mal sagen, man sieht sich in einem der nächsten Videos hier bei simsblog.de wieder. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Und bis zum nächsten Video.